Willkommen zurück in den Königreichen von Echo. Ja, ein paar Tage später. Ich hätte sich etwas getan. Wie ich gerade sehe, ist hier ein Baum drauf gewachsen. Unkraut wächst ja auch mal wieder. Ja, und was wir hier vorne haben, ist ein Schild. Das habe ich mir gerade schon vor der Aufnahme schon mal durchgelesen. Noctura war hier, glaube ich jedenfalls. Hat ja geschrieben, sollte auf einigen Flecken Gras wachsen. Ansonsten habe ich das gerade wegrasiert. Nein, sollte es natürlich nicht. Aber danke für die Mehrarbeiten, aber ja gut, das bleibt halt nicht aus, dass Felder halt auch, einfach so von irgendwas anderem besetzt werden. Das ist halt so, damit muss man halt rechnen, wenn das ganze Feld halt nicht bewachsen wird. So, dann schauen wir mal, Augenblick, jetzt müssen wir ganz kurz, die Aufnahme nochmal pausieren, Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, war ganz kurz eine ganz kleine Störung nur. So, dann wollen wir hier mal selber mähen. Ja gut, danke Noctura fürs Mähen, aber das hättest du dir eigentlich auch sparen können. Also das hättest du jetzt nicht unbedingt machen müssen, weil es bringt hier sowieso nichts. Das Feld ist noch nicht ganz bestellt, von daher wächst hier natürlich auch allerhand anderes Krösel drauf. Das ist halt so. So, dann einen Augenblick, ich muss noch mal kurz pausieren. Es ist schlimm. Einen Augenblick. So, da bin ich jetzt wieder jetzt endgültig. Der Kater konnte sich entscheiden, ob er nun rein will oder nicht und tralala. Na gut, das ist halt nun mal so, wenn man Haustiere hat. Ja, na gut, jetzt habe ich ihn reingelassen. Von daher alles gut. So, jetzt müssen wir ja erstmal die Rüben ernten. Oder müssen wir die ernten? Eigentlich nicht, eigentlich doch. Weil den Baum müssen wir ja fällen, den müssen wir fällen. Denn der hat ja auf dem Feld nichts zu suchen. Aus dem Grund müssen wir hier so ein paar Rüben erstmal einsammeln. Falls der Baum da drauf knallen sollte, dass die halt nicht weg sind. Gut, jetzt wollen wir erstmal nochmal einen Baum fällen. Nicht mit der Spitzhacke, sondern mit der Axt. Spitzhacke vor allem. Spitzhacke. Moment. Jetzt. Habe ich da was gekriegt? Weiß ich nicht. Wo sind die ganzen Zweige? Aha. Warum hat das Ding keine Zweige mehr? Noctura? Ja. Ach, ich will ihn auch nicht zu irgendwas verdächtigen, was er vielleicht gar nicht war. Ich habe keine Ahnung, ob er es war, aber... Wenn ja, dann... Okay, das ist gerade seltsam. Warum ist das so? Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Wenn das war, dann weiß er jetzt, dass da nicht in Ordnung, dass er hier die... Äste weggekloppt hat. Wer das nicht war, dann tut es mir leid, dass ich dich verdächtigt habe, Noctura. Entschuldigung. Wo ist denn jetzt der Baumstumpf? Hier war gerade noch ein Baumstumpf. Egal. Ich bin halt ein bisschen manchmal auch mit den Echo-Bugs ein bisschen überfordert. Und ist halt so. Ich glaube, es geht ja auch nicht anders lernen, oder? Siehste. So. Gut, der LKW ist schon recht voll. Na gut, von mir aus, alles klar. Haben wir jetzt 7 Samen, das ist ja nicht ganz so viel. Aber ich weiß, wir haben glaube ich, zwischen den Folgen nicht, sondern in der letzten Folge haben wir, glaube ich, sogar noch ein paar hergestellt. Mir ist so. War ich denn so schlau, die schon hier einzulagern? Nein, so schlau war ich noch nicht. War ich denn vielleicht so schlau, die schon auf den LKW zu packen? Ich habe keine Ahnung, schauen wir mal nach. Nein. Ganze Rüben haben wir. Toll. Ja, gut. Das ist zwar okay, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Gut. Eigentlich wollte man in dieser Folge ursprünglich schon mal die ganzen Bauten hier hinsetzen, aber ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen verschieben, weil das Feld, das sieht ja ein bisschen verheerend aus hier. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Moment. Wofür habe ich denn El Quacho hier? Ich will mit dem El Quacho fahren. Dafür habe ich ihn extra mitgenommen. Hau ab, Karnickel. Ein Hau ab, Karnickel ist das. So, dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir sind mittlerweile bei Version 7.8.6, aber ich weiß nicht, was gebracht hat. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass irgendwas verändert wurde. Es gab Patch Notes, ja, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Irgendwie CO2-Kanister sollen wieder funktionieren, aber mit denen haben wir sowieso nicht gearbeitet.
Von daher, ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, ob die funktioniert haben. Die sollen jetzt jedenfalls wieder funktionieren. Keine Ahnung, ob die jemals nicht funktioniert haben. Da kann ich nichts zu sagen. Wo sind denn jetzt die komischen Rübensämchen? Mal gucken. Mit die können wir erstmal hier wieder reinschmeißen. Erstmal nur, damit unser Inventar wieder ein bisschen leerer hier ist, ne? Weil unser Rucksack ist hier, ach ja. Ich kreise mir wahrscheinlich gerade im Gesicht rum. Ich nehme ja wieder mit Webcam auf. Daran muss ich mich erstmal wieder gewöhnen. Uiuiuiui. Na gut, aber es sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwas hier. Aber hier, dafür kann ich das hier schon mal hier lassen. Da haben wir ja einiges schon hergestellt. Von daher haben wir nur noch 78 von diesen Pflanzenfasern hier drin. Die war natürlich beinahe voll. So. So ist das gut, glaube ich. Aber wo haben wir denn jetzt? Ich weiß, wir haben Samen hergestellt. Aber wo habe ich den hingeschmissen? Nicht, dass wir die schon verarbeitet haben, aber ich glaube eher nicht, oder? Ich glaube eher nicht. Hier sind keine. Ja gut, dann müssen wir noch ein paar herstellen. Dann ist es so. Gut. Alles klar. Also, was waren das nochmal für Dinger? Rüben. Nicht rote Beete, aber Rübe. Rübensamen haben wir hier. Samen für Rüben. Wie viel brauchen wir da? 40? Komm, wir machen mal 40. Das ist okay, glaube ich. Wie lange dauert das jetzt? Naja, 8 Minuten. Das ist okay. Jedenfalls nicht schlimm. Ich dachte, ich hätte die Rübensamen dabei. Mir war doch irgendwie so. Offenbar nicht. Offenbar lag ich völlig daneben und wenn wir schon mal da sind, können wir eigentlich den Wolf auch gleich noch in die Fleischerei noch rüberbringen. Das können wir sogar mal kurz zu Fuß machen. Die ist ja gleich hier gegenüber. Dann können wir uns auch nochmal hier in unserem Dorf ein bisschen umgucken. Alles noch so, wie es war. Gut. Alles klar. So. Nein. Rechtsklick. So. Nicht mit E. Der Fischer unsehen froh. Thorsten war auch noch nicht da. Naja, gut. Schade eigentlich. Diese Schildkrötenplage hier. Meine Güte. Hier ist scheinbar wieder ein Elch durchgerannt. Gut. Auch mir soll es ja recht sein. Solange ein paar Tiere herum... Ich sagte, solange ein paar Tiere hier rum laufen, habe ich eigentlich nichts dagegen. Verzieh dich. Du auch, du alter Elch. Du Elchkuh, hau ab. Sowas. Die Elche. Eine Plage. Eine Höllenplage. Na gut. So, wo wird das eigentlich eingelagert? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh. Ah, hier. Ja gut, okay. Wollen wir darauf jetzt warten? Nee, dann müsste ich jetzt 8 Minuten rauf und runter laufen. Habe ich nicht so wahnsinnig die Lust und auch nicht die Zeit zu gerade. Vor allem ihr nicht. Ihr habt ja auch nicht so wahnsinnig Lust und Zeit darauf, Zeit dazu, mir jetzt beim Warten zuzugucken. Was machen wir dann? Wollen wir noch ein bisschen planen vielleicht? Ein bisschen planen wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, was hatte ich denn hier eigentlich vor? Hier wollte ich eigentlich... Nein, nicht mit meinem Fuß irgendwo im Dreck stecken bleiben. Ich wollte hier eigentlich noch so eine Art Tunnel noch durchbauen. Ursprünglich für die Bahnen, die ja kommen sollten, aber ich glaube, das wird sich alles noch um einiges verzögern, bis Bahnen und Boote kommen. Ich warte da nicht mehr drauf. Aber trotzdem können wir einiges vorbereiten, auch wenn wir diese Karte eigentlich dann gar nicht mehr nutzen können, wenn die Boote und Bahnen dann irgendwann kommen. Weil mit dem Update 8.0 werden wir auch langsam zum Ende der ersten Staffel dann auch kommen. Schade, dann schaffe ich es nicht mehr, die Burg zu bauen. Ich überlege, baue ich die trotzdem noch? Bauen wir die noch? Ich möchte schon die Burg noch bauen. Ansonsten bauen wir sie in der zweiten Staffel. Hallo? Ah, Schildkröte. Ja, im heutigen Livestream, und zwar ist er jetzt schon seit 2,5 Stunden vorbei, um Mitternacht gab es einen Livestream von den Entwicklern. Die haben da die Wasseraufbereitung bzw. Wasserreinigungsanlage vorgestellt.
Wow, ich bin begeistert. Und Limestone gibt es dann auch dazu. Es gibt Granit, Limestone, etliches an neuen Pflanzen, Tieren, Bergziegen gibt es, Steinböcke gibt es. Ich bin total begeistert und das sieht richtig hammergeil aus. Es sieht noch viel, viel besser aus als hier. Und hier ist schon so schön und knallbunt. Aber das wird nochmal, getoppt werden, Leute. Das könnt ihr wohl glauben. Moment. Wir können doch eigentlich schon mal trotzdem hier diese restlichen mal mitnehmen. Können wir eigentlich? 19, ach komm, die nehmen wir mal mit. 19, komm, die nehmen wir mal mit. Genau. Nicht, dass wir jetzt umsonst hierher gefahren sind. Sind wir eigentlich nicht. Ich glaube, da ist gerade eine Schildkröte in unserem Profil gelandet. Aber gut. Hau, 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 Kanickel. Hau zu. Hau ab. Genau. So, dann hier wieder hoch. Ja. Und sonst so. Ja, na gut. Feldarbeiten auch okay, glaube ich. Glaube ich, kann man schon so machen. Brauchen wir ja allein schon zum Überleben, zwar nicht mehr allzu lange. Also eigentlich ist es, ja, das war jetzt eher sinnvoll. Eigentlich ist es sinnlos, noch was zu machen hier großartig, weil ich halt nicht weiß, wann das Update kommt. Aber ich fühle mich hier so wohl in meiner Welt. Es ist eine Welt, die ich geschaffen habe, die wir geschaffen haben. Und die gefällt mir so dermaßen gut. Auch die neue Welt wird mir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen. Aber je mehr ich hier baue, desto mehr werde ich sie vermissen. Und ja, das wird interessant. Ist hier schon was drin? Nein, noch nicht, aber jetzt. Das wird ein Rübenlager. Oh ja, oh ja. Ja, und wenn ein neues Update kommt, womit die wieder nicht kompatibel werden, dann ist das alles weg. Weiß der Einlage. Aber gut, ist ja auch nicht so schlimm. So, und dann wollte ich hier eigentlich noch einen weiteren Weg noch hinbasteln. Das heißt, das Ganze muss auch weg. Das kann man aber leider nicht ernten. Wie geht das nochmal? Geht das so vielleicht? Ja, genau, so ernten. So, Korn. Jawohl. Ich finde das übrigens schön, dass sich auch die Rüben hier ein bisschen weiter verbreiten. Finde ich extrem klasse. Und das Korn, dass sich das hier auch noch ein bisschen wilder zurecht wuchert, finde ich auch total in Ordnung. So, warum machen wir das? Damit es symmetrisch aussieht. Ich stehe auf symmetrische Bauten. Auch auf symmetrische Felder. Ja. 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 Doch, gefällt mir. Das ist okay. Haben wir noch irgendwo leer dafür? Leere dazwischen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon ich gerade spreche, aber nö. Sonst ist hier alles voll. Weizen ist voll. Das ist gut. Ja, da wächst Weizen, also das, was hier wild wächst, das kann ja auch gerne wachsen, ne? Von daher, das können sich die anderen beiden, nämlich Thorsten und Jan. Jan, Thorsten, ihr könnt euch das gerne hiermit wegangeln, wenn ihr was davon braucht, ne? Weizen und so. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass dort, wo ihr es anbauen wollt, die auch wachsen können. So, was machen wir jetzt? Was hatte ich denn jetzt vor? Ach ja, stimmt. Ach, ich bin so vergesslich. Das muss aber nicht sein, das brauchen wir hier nicht. So. Die Rüben sammle ich nur gerade ein, weil wir hier nicht so wahnsinnig viele haben. Und ich hoffe immer auf Rübengesäme. Und deswegen habe ich die gerade hier noch rausgezubbelt. Schauen wir mal. Ja, doch, ich baue die Burg noch in dieser Map. Diese Map ist leider mit dem neuen Update nicht kompatibel. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Also wahrscheinlich wird sie trotzdem laufen. Aber ja, nur halt ohne ganz schönen, obwohl die Texturen werden wahrscheinlich trotzdem funktionieren, aber ja, ohne neue Materialien. Ne? Also das Granit, das wird fehlen. Das Limestone wird fehlen. Sowas halt. Na gut, was willst du machen? Ist halt so. Damit muss man rechnen. So, was wollen wir machen? Ach Mensch, ich bin so vergessen. Ja. Ich gucke schon wieder auf den Timer. Ich wollte auch nicht überziehen. Und zwar hier Chickenbahn bauen wir auf und das Ding bauen wir auch auf hier.
Das ist dieses Glashaus. Diese Glashose, die bauen wir auf, die brauchen wir. Unbedingt Cheese Table. Ich glaube, dafür sollte man vielleicht ein eigenes Gebäude vielleicht noch bauen. Und die Eimer braucht man für den Cheese Table. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Und dafür hatte ich hier nun extra irgendwas hingesetzt. Hier platztechnisch. So vielleicht? So ist das, glaube ich, ganz nett. Wäre hier vielleicht sinnvoller, oder? Nee, ich glaube, hier gefällt mir das schon besser. Die Chicken Barn. Moment, wie groß ist denn diese Chicken Barn? Mal gucken. Okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Die kann sogar tatsächlich hier hin. Oder dahin. Dahin. Dahin macht es sich, glaube ich, ganz gut. Sind jetzt keine Hühnchen drin, aber gut. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Cool, die Rückwand wird von hier nicht angezeigt. Naja, gut. Ist halt so. Die Mods sind halt auch nur Programmierer. Und wie wir alle wissen, Programmierer sind allesamt Sadisten. Nein, ist natürlich Quatsch. So. Wollte ich das jetzt hier so haben? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte das noch einen weiter zurück haben. So. So. Ja, genau. So will ich das haben. Das ist gut. Mache ich nochmal ein Blatt. Da auch vielleicht nochmal ein Blätten. Ja, so ist gut. Da auch. Ja, nur los, nur. Alter. Von mir ist auch so. Plöps und plöps. Und dann passt es. Glaube ich, kann man so schon machen, glaube ich. Ich glaube, so kann man es anbieten. Das ist okay. So, was kann man hier drin machen? Kann man hier auch Rübensamen drin machen? Man kann hier Rüben drin züchten. Mit Rübensamen sogar. Die kommen da auch noch raus, aber ich wollte eigentlich nur Rübensamen. Das geht natürlich nicht. Für alles brauchen wir den Faserfüllstoff. Das stimmt, deswegen habe ich das ganze Rasengut noch auf dem, das ganze Schnittgut habe ich noch auf dem LKW deshalb gelassen. Ja, gut. Okay, na gut, ist ja nicht so schlimm. Jetzt wächst da schon wieder so ein Vieh. Weg hier. Die wuchern sich aber auch überall ein. Vor allem, wo wächst das hier? Ach, da ist es gewachsen. Ja, dann müssen wir aufpassen. Ich hoffe nur, dass hier jetzt nicht noch was wachsen wird. Das wäre extrem unschön. Aber dafür fahren wir jetzt nochmal extra. Jetzt nochmal auf die letzten 2,5 Minuten. Fahren wir nochmal tatsächlich nochmal zur Schneiderei zurück. Und holen die letzten paar Samen, damit wir dort auch weiter mehr einpflanzen können. Weiter mehr. Es ist spät, es ist spät. Damit wir noch ein bisschen mehr einpflanzen können, dass wir dort auch keinen Baum noch drin wachsen haben in unserem Feld, weil es könnte fürs nächste Mal schon ein bisschen fataler werden, glaube ich. Und was ich hier noch alles machen wollte, ich wollte noch so viel machen. Ich wollte noch Katakomben für die Kirche machen. Ja gut, die könnte man notfalls auch in der nächsten Staffel dann noch fertigstellen. Beziehungsweise dann nochmal machen. Wenn wir denn wieder noch eine Kirche bauen, weiß ich nicht, ob wir da auch eine Kirche bauen. Ich möchte dann eigentlich ein paar andere Dinge noch bauen. Stand hier nicht auch mal ein Haus? Nee, ne? Unwahrscheinlich, dass da ein Haus stand. Ich möchte in der zweiten Staffel andere Dinge bauen oder Dinge anders bauen, als ich sie jetzt gebaut habe. Noch ein bisschen praktischer. Ja, wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren. Echt toll. Das kommt davon, wenn man so wahnsinnig hoch konzentriert hier Dinge macht. Ja. Wie gesagt. Das muss ich rausschneiden. Alter Falter, wer hätte das gedacht? Da kam mir glatt eben der Husten an. Naja, man konnte sehen. Wenn man hier hochkonzentriert Dinge machen will, die man dann doch vergisst, nur weil man hier einmal eine Runde dreht, um dann wieder in Fahrtrichtung zu stehen. Ja, das ist natürlich echt klasse. Also nochmal auf ein neues. Dann wird doch diese Folge wieder eine Minute länger. Gut, was soll's. So, und jetzt steigen wir aus. So, mal gucken, wie viel haben wir jetzt hier? 21.
Ich höre es gar nicht mehr klüppeln. Ob das reichen wird? Ich weiß es nicht. Wir gucken. Ansonsten mache ich gleich zwischen den Folgen noch ein paar mehr Samen. Das wollte ich eigentlich zwischen den Folgen auch machen, ne? Ja gut, aber nach der letzten Folge war ja dann die Aufnahme auch zu Ende. Das habe ich dann wohl vergessen. Na gut. Gut. Was soll's? Was willst du machen? Ist halt so. Aber so gefällt mir das Feld schon mal ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen und zugeben. Und ich weiß nicht, warum ich die jetzt... Ich dachte zumindest, warum hätte ich sie denn auf LKW-Ladefläche draufgeschmissen. Dabei habe ich sie tatsächlich in den Rucksack reingestöpselt. Naja, gut. Und es wird scheinbar dann doch reichen. Ah, wie schön. Das ist gut. Dann wächst hier wenigstens kein Baum mehr. Ach, na Gott sei Dank. Juhu. Keine Wildwucherei. Das ist sehr schön. Und wir haben noch 3 Samen übrig. Na gut. Ja gut, dann würde ich sagen, erstmal... Moment, hier gucken wir auch nochmal rein. Das ist nicht gut. Das ist schlimm. Chicken Carcass. Was kann man hier raus machen? Weizensamen und Maissamen gehören hier rein. Dann kriegt man hier ein Ei. Und Hühnchen. Hm. Naja. Mir wäre es lieber, wenn hier Hühner rumlaufen würden. Aber Weizen... Mais haben wir ja zufällig da auch dahin. Das ist cool. Dann kriegen wir sogar bald Eier. Ach, wie cool. Wie schön. Und wo kriegen wir Milch jetzt her? Die Milch? Gott, wo kriegen wir Milch her? Weiß ich nicht. Das werde ich wahrscheinlich bis zur nächsten Folge noch irgendwie rausfinden. Oder spätestens bis zur übernächsten. Weil in der nächsten Folge möchte ich dann doch ein bisschen weiter das Gelände hier vorbereiten für unsere Burg. Genau. Deswegen hatte ich doch schon längst festgelegt, dass ich Burg noch baue. Mann. Ja, deswegen habe ich hier auch so schönes Schlangenlinienmuster noch gemacht. Ja, warum habe ich da aufgehört? Weil uns die Erde ausging. Na gut, wir haben ja wieder 264 Erde auf dem LKW. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Von daher erstmal bis zur nächsten Folge. Tschüss.